Ja, wir sind Mitglied des neuen Lagers, sollen das Sumpflager ausspionieren, um zu wissen, was sie vorhaben. Sind zum Sumpflager gegangen, haben da schon einiges gemacht und Hyberion kennengelernt. Nun sollen wir in die alte Mine, doch vorher ging unser Held shoppen, besser gesagt, sich ein paar wichtige Dinge kaufen. Doch nun geht es in die alte Mine, um das Nest der Minecrawler zu finden. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu Gothic. Ja, wir sind wieder ein Söldner, nicht kein Söldner, ein Bandit des neuen Lagers und wollen für das neue Lager, das Sumpflager, ausspionieren. Aber dafür müssen wir einige Aufgaben des Sumpflagers beenden, machen. Denn wir sind die einzigen, die dafür prädestiniert sind. Und deswegen sollen wir das Nest der Minecrawler finden. Was wir höchstpersönlich vom Schläfer bekommen haben, laut Korkalom. Denn diese Aufgabe haben wir vom Schläfer bekommen und nicht von ihm. Weil Korkalom das in einer Vision gesehen hat. Der Held trubelte jedes Mal über, wie Korkalom das gesagt hatte. Ich halte mich da. Und dachte sich nur, mein Gott, der Junge spinnt. Aber nun gut, er nimmt es hin und versucht, das Nest der Minecrawler zu finden. Dafür musste unser Held natürlich zur alten Mine, weil da die einzige Mine ist, wo man reinkommt. Denn in die neue Mine kommt man nicht rein. Und der Held bewegt sich zur Mine und sieht und merkt, es wird dunkel. Und er wollte sich jetzt nur noch beeilen, bevor er gar nichts mehr sieht. Er sah noch eine Blutfliege am Wasser, die er jetzt einmal ausnahm. Ebenfalls sah er drüben auf der anderen Seite einen Mole Rat, den er ebenfalls beseitigte. Und danach ging er schnurstracks zur alten Mine, denn der Himmel hatte schon seine Sterne zum Vorschein gebracht und der Held sieht so langsam nichts mehr. Und doch muss er jetzt eine Fackel anmachen, weil jetzt sieht er natürlich nun gar nichts mehr. So ging der Held mit der Fackel direkt dorthin, dass man doch noch ein bisschen sieht. Am Horizont hinter den Bergen sah er noch etwas die Sonne, aber auch die sah er nicht mehr wirklich. Er ging nur noch schnell in die alte Mine, denn dort ist es ja sowieso dunkel und niemand weiß, ob Tag oder Nacht ist. Er weiß, ich wusste gar nicht, ob da überhaupt jemand schläft in der Mine. Deswegen ging er jetzt da einfach rein und schaut nach und sucht das Nest der Minecrawler. Er betrat die Mine mit der Fackel in der Hand, denn damit konnte er natürlich viel mehr sehen. Das erste, was er machte, ist zum Leiter der Mine gehen, nämlich zu Ian, den er ja beim letzten Besuch eine Bedarfsliste abgeholt hatte. So war das. Und ja,
Der Held ging jetzt erstmal runter. Den Weg, den er schon in- und auswendig kannte, wo er ohne Probleme runtergehen konnte, um mit dem Leiter der Mine zu reden. Vielleicht wusste er, wo das Nest der Minecrawler ist. Und warum sollte er nicht fragen? Je mehr er fragt, desto schneller findet er heraus, wo das Nest ist. Deswegen ging unser Held auch direkt zu ihren. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Da Ian ihm nichts sagen will, weil der Stampfer kaputt ist, soll der Held ihm ein Zahnrad besorgen. Und das Zahnrad soll in einem Nebenschacht sein. Und da der Held in den Nebenschächten noch nicht war, wusste er auch nicht, was auf ihn wartete. Er ging in den ersten Nebenschacht, in den er rein, den er findete, und sah die Ungetüme. Die Ungetüme, die ihm dort im Weg standen. Und von ihm mit einem Schlag beseitigt wurden. Manche lernen eben nicht mit Fackeln. Er nahm seine Fackel wieder und merkte, dass er sehr viel Energie verloren hatte. Schaute sich noch um. Nicht, dass noch Überraschungen auf ihn warteten. Guckte sich um und fand eine Höhle, die etwas hinaufging. Und dort war noch ein Minecrawler, der sich da einfach mal versteckte. Er hat ihn umgebracht, ihm seine Zangen entnommen und einen Ring gefunden. Dieser Ring war ein Flammenschutzring. Aber da er wusste, dass diese Tiere kein Feuer nutzten, ließ er diesen Ring einfach Ring sein. Immer wieder die. Danach ging der Held tiefer hinein in die Mine, um zu gucken, ob im nächsten Nebenschacht ein altes Zahnrad liegt, was er für den Stampfer, was die Leute, die von der alten Mine her Stampfer haben. Und ich frage mich, was der Gardist hat. In den Nebenschacht hinunter und sah von oben schon den Stampfer. Er hatte ihn gefunden. Doch dort waren Minecrawler. Ja, ich musste kurz Pause machen, aber alles gut. So, es hält, sah die Minecrawler, sie hatten ihn schon im Visier gehabt. Und ja. Er ging hier vor, nahm seine Waffe, sprang und landete direkt bei den Tieren. Und wurde getötet. Weil er direkt zu den Minecrawlern kam. So. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns jetzt beeilen.
Oh, weil ich mich umbringen lassen habe. Aber das Problem ist nicht... Es ist nicht das Problem. Ist ja nicht weit. Wir rennen ein bisschen. Springen ein bisschen. Rennen tun wir ständig, aber springen nicht. Und deswegen geht es ganz locker flockig weiter. Ohne Probleme. Wir nehmen mal hier eine Abkürzung. Eigentlich sollte ich die nicht nehmen, weil ich den Scavenger umlaufe da hinten, aber da muss ich kurz zurücklaufen. Dann passt das. So. 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 In die Waffe ziehen. Und eben alles so schnell vom Ort machen. Dabei werden wir sogar schneller. Sind wir sogar schneller bei der Mine. Als gerade eben. So. Jetzt ein bisschen beeilen. Dann kommen wir auch noch wieder hin. Ist alles kein Problem eigentlich. Zack, da wird schon dunkel. Es ist auch noch nicht so dunkel, wie wir letztes Mal reingegangen sind. Alles kein Problem. Ein bisschen beeilen. Darum springe ich hier die ganze Zeit. Ich weiß, ihr seht jetzt gerade gar nichts mehr. Ich nur noch heil. Da ist eine Fackel. Hoppala. Naja, ich sehe auch schon nichts mehr. Da muss ich hin. Dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist so. Ich weiß, es ist jetzt gerade extrem dunkel, weil es ja auch Nacht ist. Aber hier vorne sind wir auch schon am Ziel. So, dann gehen wir jetzt eben schnell rein. Und tada! Das Spiel hat sich verabschiedet. Das zweite Mal schon. Na gut, das zweite Mal nicht abgeschmiert, aber trotzdem. Das zweite Mal, dass wir gewaltig Probleme haben. Ich sag einfach so, wir machen das so wie für das alte Lager, damit wir da Gleichstand haben. Was ich da bis dahin mache und dann war's das. Ja. So. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen wieder. Dass ich da auch noch bei den Minecraft sterben muss, ne? Das ist so unnormal. Mein Gott. Das ist mal wieder was. Ja. Dann wollen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wie gerade eben, ein bisschen beeilen. Bevor wir etwas Problemchen kriegen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht, dachte, das wäre schon geklärt. So. Bösen Minecrawler, die mich da einfach mal
mit zwei Schlägen niedergemacht haben. Das war ein bisschen bitter. Aber auch nur ein bisschen. So. Badam, badam, badam. Links, rechts, links, rechts. Oh Gott, jetzt wird wieder dunkel. Ich hasse es, wenn es dunkel wird. Aber dann sieht man nichts mehr. Sieht man gar nichts mehr. So, wenn es gleich schön schattig wird, dann sieht man wirklich nichts mehr. Oh, nämlich. Ah, jetzt wird es dunkel. So, da ist die große Höhle, die wir rein müssen, um das Nest der Minecrawler zu finden. So. Hoffentlich spackt das jetzt diesmal nicht. Und es lädt vernünftig. Ja, jawohl. So, nehmen wir eben unsere Fackel. Und dann geht's wieder schnell runter zu Ian, um ihn zu fragen, wer in den Minecrawlern ist. So. Geht's da runter, dann geht's da runter. Geht's da runter. Aua. Da will ich aber nicht runterspringen. Das ist ein bisschen heikel. So. So, jetzt sind wir auch schon wieder bei Ian. Lalalala. Ja, wo soll ich denn das Zahnrad finden? Kennen wir ja schon. Ich schau mal. Zack. Wollen wir uns eben um die Minecrawler da unten kümmern. Immer. Das war ja alles ziemlich wild hier unten. Und einer ist auch hier, Alter. So. Holen wir uns eben die Fackel wieder. Nehmen die ganzen Minecrawler aus. Nehmen ihre Zangen mit. Ich esse ein bisschen Fleischschwanzen-Ragout. Und da oben wartet schon der nächste Minecrawler auf uns. Oh, wir haben noch den Ring wieder gefunden. Und die Fackel fällt erstmal runter. So. Nun aber wollen wir uns den Stampfer holen. Den Stampfer, Stampfer, Stampfer. Ich gehe Hilfe holen. Und der hat, glaube ich, gerade irgendwie Angst gekriegt. Ich gehe Hilfe holen. So. Der Gisch guckt nur. Und jetzt. Will ich da hinunter. Und der Held. Ich zerhack dich, du Mistfee. Und greift die
Coincrawler an, die ihn schon zu Haupt angegriffen haben, ihn schon ordentlich verletzt haben. Und er hat doch einiges abbekommen. Er nimmt den Zangen mit, denn die Minecrawler haben ordentlich was an Schaden hinterlassen, leider. Er nimmt noch einen Raben, das Rabenkraut mit. Und das Zahnrad hat er ja schon. Guckt sich hier noch um, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber nein. Er geht wieder hoch. Und erkundet noch ein bisschen die Gegend. Denn vielleicht findet er ja was, was er noch mitnehmen konnte. Was er gebrauchen konnte. Und tatsächlich, er fand noch einen Trank, eine Spitzhacke. Mehr war es aber auch nicht. Weiter oben wollte er nicht gucken gehen. Denn dort vermutete er nichts. Er ging wieder zu den Leitern und sprang die Felswand hoch. Als er das gemacht hatte, war es noch was, um Energie aufzufüllen. Noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Und ging dann weiter, um dann jetzt zu Ian zu gehen, um das Zahnrad zu geben. Das Zahnrad, was dieser nötigte für den Stampfer. Ich höre nicht mehr auf das. War doch klar, dass das. So. Angekommen bei ihnen, sprach ihn natürlich sofort an. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Nun, da Ian das Zahnrad bekommen hatte, sagte er, dass wir das große Tor öffnen sollen, was sich hier anscheinend in der Mine befindet, um die dunklen Schächte zu erkunden. Und dafür ging der Held nach unten, weil er zuvor noch kein großes Tor gesehen hatte. Und wollte sich unten auch nochmal. Und wollte unten auch nochmal alles untersuchen. Und wenn er Minecrawler sieht, wollte er noch Minecrawler erledigen. Denn sie haben jetzt keine Chance mehr gegen den Helden. Weg mit der Waffe, weg da! Und dein Glück. Sah, aber ich hätte dir auch gerne die. Dass er ziemlich verletzt war. Als ob er gerade angegriffen wurde. Der Held ging in einen Nebenschacht und sah direkt die Monster der Tiefe und erledigte sie. Er nahm die Pfeile, die da lagen, die Zangen, das mit der Minecrawler und fand auch eine Knochenbohrung. In dem Schacht war auch eine Leiter, die nach oben führte. Da wollte er sich auch noch mal erkundigen, ob da irgendetwas liegt. Und oben angekommen, sah er eine Leiche und fand dort auch ebenfalls
Mit dem Ring. Du sollst nicht an einem Erzklumpen hacken, Kollege. Du sollst an die Leiter gehen. Nachdem er den Ring gefunden hatte, ging er wieder hinunter und wollte einen weiteren Schacht erkundigen. Und gucken, ob es dort noch etwas Besonderes gibt. Er sah noch einen Schacht, wo ebenfalls ein Gedist vorstand, und der hatte noch keine Blessuren davongetragen. Der Held saß den nächsten Mann vorne, griff sie natürlich sofort an, nahm die nächste Fackel und ging tiefer hinein, zu schauen, ob noch mehr Mindcrawler in der Nähe waren. Und er hatte recht. Dort waren gleich zwei von ihnen. Er erledigte beide, nahm seine Fackel wieder und drehte sich wieder um. Nahm die Zangen der Mindcrawler mit und sah noch ein Ungetüm, das er sofort zur Strecke brachte. Dort nahm er sofort auch die Zangen und ging wieder weiter in die Höhlein und fand zwei Tränke und einen Steinbrecher, den er selbst auch schon hatte. Doch nun ging er raus um das Tor zu finden, wo Aska vorstand, denn ihm sollte er sagen, dass alles gut ist. Der Held ging aus dem Schacht hinaus und sah einen riesengroßen Schmelzofen und eine Walze und dort den Schmelzer. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Der Schmelzer gab dem Helden Erz und musste nur etwas dafür bezahlen. Er nahm sich das komplette Erz, was der Schmelzer bei sich hatte, und gab ihm dafür seine Trophäen. Zwei Ringe, die er gefunden hatte, und die Waffen, die er bei sich trug. Er gab ihm alles, was er ihm geben konnte. Die Langbogen wollte er nicht verkaufen. So. Er hat das Erz bekommen und nun ging der Held weiter auf der Suche nach dem großen Tor, wo Aska vorsteht. Und nicht sehr weit, wo auch der Stampfer steht, sah er auch schon das große Tor, wo er hin musste. Und ging direkt darauf zu, um mit Aska zu reden. Ja, meine lieben Freunde, das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dies getan hat, dann
hoffe ich, dass ihr mir etwas Feedback da lasst in Form von Kommentaren, Likes oder von einem Abo. Und wenn ihr mich abonniert, dann aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und bis dahin sage ich tschüdle, hau da rein, ich bin euer Nerz.